Wir, die Gemeinde St. Leonhard, begrüßen alle Zuhörer vom Kirchentag sehr herzlich zum Konzert in der Frankfurter St. Leonhardskirche. Sie dürfen sich mit uns freuen auf einen gleichermaßen humoristischen wie lehrreichen Vortrag vom wunderbaren Schauspieler, Sänger und Kabarettisten Michael Quast zur Geschichte dieser Kirche von Beginn an bis heute. Musikalisch wollen wir eine Annäherung an den Geburtstag der Leonhardskirche 1219, also das frühe 13. Jahrhundert, versuchen. Diese Annäherung erfolgt auf zweierlei Art. Erstens die Zeit. Wir begeben uns auf eine interessante Spurensuche nach den ältesten Quellen der erhaltenen Orgelmusik. Zweitens der Ort. Der Stauferkönig Friedrich II., der den Bürgern aus Frankfurt das Grundstück zum Bau der Kirche zur Verfügung stellte, stammt aus Italien, wie ein Großteil der heutigen Orgelmusik. Orgelmusik aus dem 13. Jahrhundert ist leider nicht überliefert. Einzig der gregorianische Choral dürfte zu dieser Zeit ähnlich wie heute in den Kirchen zu hören gewesen sein. Die älteste Quelle von Orgelmusik ist der Robertsbridge-Kodex von 1320, also etwa 100 Jahre nach der Schenkung Friedrichs II. Das Pergament wird im British Museum aufbewahrt, dürfte jedoch französischen Ursprungs sein. Wir hören daraus eine Estampie. Dieser Titel deutet an, dass es sich um eine Reihungsform mit Doppelfersen und Refrain handelt, verwandt mit den damals beliebten und weit verbreiteten Sequenzdichtungen der Mönche. Darauf folgt die Orgelfassung einer Motette von Philippe de Vitry. Alte Instrumentalmusik war bis weit in die Renaissance hinein noch nicht eigenständig, sondern nutzte Vorlagen aus der Vokalmusik. Die Motetten oder die gregorianischen Melodien bilden die Grundlage, das Gerüst, welches mit heterophonen Verzierungen und Umspielungen versehen wurde. Tauchen wir ein in die archaische Klangwelt der Gotik.
Dies waren zwei Stücke aus dem Robertsbridge-Kodex. Man muss sich das klar machen. Diese Musik ist etwa 700 Jahre alt. Der nun folgende historische Vortrag von Michael Quast wird umrahmt mit Musik aus der zweitältesten Quelle für Orgelmusik, dem Codex Faenzer, welcher im Nationalmuseum in Ferrara aufbewahrt wird. Es handelt sich dabei um eine recht umfangreiche Zusammenstellung hochgotischer Orgelmusik aus der Zeit um 1400, also etwa 100 Jahre jünger als der Robertsbridge-Kodex. Durchweg zweistimmig gesetzt erklingen zunächst drei kleinere Liedbearbeitungen, deren vokale Vorlagen zum Teil nicht mehr bekannt sind. Sehr interessant sind die Kyrie-Verse, die im Wechsel von Orgel- und Choralschule erklingen. Diese Quelle ist tatsächlich der älteste Beleg für die kirchliche Alternatimpraxis, dem abwechselnden Vortrag von gesungenen und gespielten Teilen. Viel Vergnügen mit Text und Musik. Thank you.
Der entscheidende Tag ist der 15. August. Maria Himmelfahrt. Es war am 15.08.19, also 1219. Also vor 800 Jahren, als der Stauferkönig Friedrich II., Enkel von Kaiser Barbarossa, dass Friedrich II. In einer Urkunde zum ersten Mal Frankfurt als Stadtgemeinde in ihrer Gesamtheit erwähnt und unter kaiserlichen Schutz stellt. Es handelt sich um das erste Privileg der Stadt. Der junge König, er ist damals gerade mal 25 Jahre alt, hält sich gerne in Frankfurt auf. Ihm gefällt das internationale Flair, die Kleinmarkthalle, die EZB, die Nähe zum Flughafen, das Museumsufer. Das alles weiß der weltgewandte König zu schätzen. Da bittet ihn eine Abordnung der Bürger um Gehör. Bürger? Majestät, mir hätte da mal eine Frage. Friedrich II. Was er wolle, ist aber zu tun, er muss regieren. Friedrich hat hauptsächlich Italienisch gesprochen, denn meistens hat er ja von Sizilien oder Süditalien aus regiert. Bürger? Majestät, die Salvator Kersch, der spätere Dom St. Bartholomäus, die ist uns zu weit weg von da, wo wir jetzt wohnen. Und die ist auch zu klein inzwischen für all die Leute. Deshalb sollte hier gleich ums Eck eine neue Kirche gebaut werden. Friedrich II. Bitte baue, baue, in Frankfurt der Innere baue, immer abreißen und baue, bitte solle baue. Bürger, ja, mir hätte da aber ein klar Problem. Es ist nämlich so, dass das bewusste Grundstück, was mir für geeignet halte, Ihnen gehört. Friedrich, gehörte dem Könige, ist eine gute, wie sagt, Position, gute Lage. Bürger, naja, die Lage, alle reden sie immer von Lage, 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 das wird meistens überschätzt, Majestät. Es ist ein bisschen hochwassergefährdet, das schon, aber mir täte das Grundstück auch geschenkt nehmen. Majestät, wann sie so gnädig wären. Friedrich II., geschenkt, Madonna mia, aber Kirche baue selber, ich gebe keine Cent. Bürger, zu gütig, Majestät, vivat Fridericus Rex. Und so kam es, dass in der genannten Urkunde vom 15.08.1219 geschrieben steht, so tun wir kund, dass wir auf Bitten der Bürgerschaft Frankfurts, Universorum Civium de Frankinfort, den Bürgern eine Hofstätte geschenkt haben, damit auf selbigem Hof eine Kapelle errichtet werde, die den genannten Bürgern bequem gelegen und notwendig ist und so weiter und so weiter. Gegeben zu Frankfurt im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1219 am 15. August. Man muss wissen, dass die Gegend hier westlich des Römerbergs rund um den Karmeliterhügel als bevorzugte Wohngegend für die besseren Leute galt. Das waren zum Beispiel hohe kaiserliche Beamte oder Großkaufleute, die von der florierenden Messe profitierten. Hofdienst und Hochfinanz. Man spricht tatsächlich vom Westend des Mittelalters. Diese Leute finanzierten also auf dem geschenkten Grundstück eine kleine spätromanische Basilika, die zunächst der Jungfrau Maria und dem heiligen Georg geweiht war. Es gab dann ein Gerangel mit dem Erzbischof von Mainz, weil die Frankfurter vom König das Recht bekommen hatten, selbst einen Pfarrer für die neue Kirche bestimmen zu dürfen. Das wollten die Mainzer nicht akzeptieren. Nun, die katholische Kirche hat einen langen Atem. Es dauerte keine 100 Jahre, da nahm der Mainzer Erzbischof das Ganze unter seinen Schutz. Denn in der neuen Kirche war ein Stift gegründet worden und ein Stiftsfonds und eine Lateinschule. Um 1323 organisierten ein Abt und ein Arzt aus Wien eine Reliquie. Keine bedeutende Kirche ohne Reliquie. Also brauchte auch die nicht mehr ganz so neue Kirche im Westend des Mittelalters eine Reliquie. Warum ausgerechnet ein Abt und ein Arzt aus Wien da involviert waren, wahrscheinlich waren die Herren im internationalen Reliquienhandel tätig.
Wie viel Geld geflossen ist, darüber breitet sich der Mantel des Schweigens. Jedenfalls wurde, aus fernen Landen, wie es heißt, vom heiligen Leonhard ein Arm erworben. Warum ein Arm? Mehr war es nicht. Der war anscheinend gerade auf dem Markt. Also ein Arm des heiligen Leonhard für die Neukirche, damit das Ganze Hand und Fuß hat. Wer war der Namensgeber der kleinen Kirche am Main? Was wissen wir über ihn? Der heilige Leonhard gilt als Schutzpatron der Gefangenen. Deswegen wird er auch immer mit einer Kette abgebildet. Dieser Leonhard lebte im 6. Jahrhundert als Eremit in der Nähe von Limoges und setzte sich beim französischen König für Gefangene ein. Und es heißt, es seien nur durch seine Gebete oder auf seine Anrufung hin die Ketten der Gefangenen zersprungen. Einer, der Ketten zerbricht, das ist doch ein großartiger Patron für eine Frankfurter Kirche. Also neben dem heiligen Bartholomäus mit der abgezogenen Haut kann es sich durchaus sehen lassen. Es gibt noch einen Bezug Leonhards zu Frankfurt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Dabei geht es um Immobilien. Und die haben mit der schwangeren französischen Königin zu tun. Also, das französische Königspaar jagte in den Wäldern von Limoges. Die Königin aber war schwanger und sie bekam ihre Wehen. Ich meine, wer geht schon hochschwanger auf die Jagd? Aber gut. Die Königin also bekommt ihre Wehen, sie bricht zusammen, die Jäger stehen hilflos daneben. Leonhard hörte ihre Schreie, eilte zu Hilfe und rettete ihr und dem Kind das Leben. Der König wollte Leonhard zum Dank mit Geld beschenken, doch Leonhard, als sei er von einem Frankfurter Bankier beraten worden, sagte: »Non merci, ich nehme lieber Immobilien, die sind im Wert beständiger.« Und dann erbat er so viel Land, wie er mit seinem Esel in einer Nacht umreiten könne. Das ist ein ungewöhnlicher Vorschlag. Er klingt zunächst sehr bescheiden, aber so ein Esel aus dem Limousin, der kann ein ziemliches Tempo vorlegen. Und so wurde es eine erstaunlich große Fläche, die der Esel bis zum Morgengrauen umrundet hatte, mit dem gewitzten Leonhard obendrauf. Der König musste dieses Land dem Mönch schenken und der gründete darauf ein Kloster, das noch heute besteht, Saint-Léonard de Noblin. Als der heilige Leonhard mit seiner Kette auch in Deutschland bekannt wurde, da wurde die Kette missgedeutet und als Viehkette angesehen. Damit wurde er zum Schutzheiligen des Viehs und der Bauern und oft zusammen mit Pferden und Ochsen dargestellt. Seither ist er für Bauern, Stallknechte, Fuhrleute, Schmiede und Schlosser zuständig. Außerdem wird er von Obsthändlern und Bergleuten angerufen. Er gilt auch als Helfer von Gebärenden, klar, die Geschichte mit der Königin, und er hilft bei Kopfschmerzen sowie Geistes- und Geschlechtskrankheiten. Es ist also für jeden etwas dabei. Sein Gedenktag ist der 6. November. Und zu diesem Tag gibt es interessante Bauernregeln. Wenn auf Leonhard die Regen fällt, ist mit dem Weizen schlecht bestellt. Wie's Wetter an Lenardi ist, bleibt's bis Weihnachten gewiss. Kaum war sie gebaut, wurde die Leonhardskirche zu einer wichtigen Station auf dem Jakobsweg, dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Von Frankfurt aus noch gute 2000 Kilometer. Das konnte man in knapp 100 Tagen schaffen. Auf halber Strecke übrigens Saint-Léonard de Noblin, auch am Jakobsweg. Schon um 1220-30 rum wird das Jakobusportal errichtet. Spätromanisch, Meister Engelbert. Da sieht man die Jakobsmuschel auf den Taschen der knienden Pilger. Genauso wie bei der Skulptur vor der Kirche, Bronzeguss 1989, Franziska Lenz-Gerhards, drei Pilger mit ihren Taschen, die Jakobsmuschel um den Hals. Noch 2000 Kilometer, da hat man sich in Frankfurt noch mal ausgeruht. Terminis est, locus in.
In der Geschichte der Leonhardskirche ist immer wieder von Konflikten zwischen städtischen Interessen, der Stadt gehörte ja das Grundstück, und kirchlichen Interessen die Rede. Im Zuge einer Stadterweiterung Ende des 14. Jahrhunderts war zum Beispiel der Ausbau der städtischen Wehranlagen vonnöten. Da zeigte der Frankfurter Rat dem Stift, wo der Hammer hängt, und knallte gegen heftigen Protest einen mächtigen Wehrturm direkt neben das Kirchenschiff, den Leonhardsturm, der die Kirchtürme weit überragte, nebst einem neuen Stadttor zum Mainhafen. Weil die Kirche deshalb nicht mehr richtig in die Länge wachsen konnte, sondern nur noch in die Breite, hat sie ihre merkwürdige, gedrungene Gestalt gestumpt, wie die Frankfurter sagen. Außerdem wurde das Leonhardsstift dazu verdonnert, Steuern zu zahlen. Aber auch hier gibt es eine, sagen wir, frankfurterisch-pragmatische Pointe. Denn der Widerstand der Kleriker war nicht einhellig.
Der damalige Dekan stellte sich gegen seine Brüder auf die Seite des Rates. Der Mann bedachte die enge Bindung der Frankfurter Patrizierfamilien an das Stift. Sehr schön zu sehen an den über 60 Wappenschilden an den Gewölben und Konsolen der Kirche. Und diese Familien finanzierten bis zur Reformation etliche Um- und Erweiterungsbauten. Sie waren eben nicht vergrault worden. Unter den Neubauten ein architektonisches Highlight: der gotische Langchor. Hier kommt nun der weit berühmte Dombaumeister Mardan Gärtner ins Spiel. Ich sage nur: drei Dienste im Polygon, fünf Dienste im Langchor, Dienstbündel aus Rundstäben und Kehlen, Kämpfer durch Hohlkehlen und Rundstäbe zur Platte geweitet, Abfolge von 2,5 Sternen, die jochverschleifenden Mitten mit den Allianzwappen der Stifterfamilien geschmückt, Relief von 3 Strahlen sowie Diagonal- und Transversalrippen, doppelt gekehlte Rippen im Polygon, leicht gespitzte Bogen zur Wölbung einschwenkend. Da schnalzt jeder Kunsthistoriker mit der Zunge. Nach der Reformation verlor die katholische Leonhardskirche an Bedeutung. Es fehlte an Geld und an Nachwuchs. Die ehemals blühende Lateinschule ging ein. Das Westend des Mittelalters wurde zu einer Art Ostend der Neuzeit. Nach dem Dreißigjährigen Krieg sollen nur noch 3 Geistliche die Stellung gehalten haben, von denen einer, so ist es bezeugt, stets bettlägerig und zum Chorgesang wenig dienlich war. Um zu Geld zu kommen, musste vermietet werden. Im 17. Jahrhundert hatte sich rund um die Leonhardskirche das Frankfurter Buchhändlerviertel gebildet. Die Buchgasse gleich hier vorne kündet noch davon. Also lag es nahe, Räume der Kirche als Lager für Druckschriften zu vermieten. Aus heutiger Sicht eine fruchtbare Verbindung. Es gab aber auch Leute, für die waren Bücher, zumal aufklärerische Schriften, des Teufels. Nachzulesen in einem Beschwerdebrief, den ein katholischer Buchhändler 1638 dem Erzbischof von Mainz zukommen ließ. Oben und unten, auf dem Lettner und in den Gängen, ja sogar auf den Altären der Kapellen, allerhand ketzerische Bücher. Die Kirche ist gleichsam ein offenes Pack- und Kaufhaus, besonders in Messzeiten, da fast ein jeder einen Schlüssel zur Kirche hat, ein- und ausgehen lässt, wie es ihm gefällt. Auch während der heiligen Messen trägt es sich öfter zu, dass die Ketzer mit Büchern ohne allen Respekt fast spöttisch vorüber an- und einlaufen. Im 18. Jahrhundert gab es nochmal einen Aufschwung durch eingewanderte, wohlhabende italienische Familien, zum Beispiel die Brentanos, die die katholische Kirche füllten. Aber nach der Französischen Revolution kam das Ende. Im Oktober 1792 besetzten französische Revolutionstruppen die Stadt. Die Kirche wurde in ein Lagerhaus, ein Fruchtmagazin, umgewandelt. Die Leonhardsreliquie, der Arm, Sie erinnern sich, ging verloren. Alles aus. Aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigte er sich wieder der gesunde Frankfurter Pragmatismus. Wie hatte Friedrich II. Gesagt? In Frankfurt immer baue, immer abreiße und baue. Die maßgeblichen Bürger des neuen und endgültigen Westends sahen in dem heruntergekommenen mittelalterlichen Gebäude nicht mehr als einen Schandfleck am Mainkai, der doch jetzt so schön klassizistisch herausgeputzt wurde. Wohlhabende Kreise traten an den Fürstprimas Karl Theodor von Dalberg mit der offenen Bitte heran, die Kirche abreißen zu dürfen, um hier ein neues Maintor bzw. ein Börsengebäude zu errichten. Tja, man kann sagen, die aktuellen Vorschläge rund um die städtischen Bühnen in Verbindung mit dem Bau eines Hochhauses haben einen Vorläufer. Wahrscheinlich war es eine Art Bürgerstiftung mit einem knackigen Vorschlag zum Thema Neubau oder Sanierung. Es liegen bereits konkrete Pläne vor, Finanzierung wird übernommen.
Der Fürst Primas war zwar ein Kind der Aufklärung, aber auch ein frommer Mann. Er gab eine Renovierung der Kirche in Auftrag. Und am 15. Januar 1809 konnte das Gotteshaus wieder geweiht werden. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Kirche überraschend gut. Gemessen am Gesamtzerstörungsgrad Frankfurts war sie wohl das am besten erhaltene Bauwerk der Altstadt. Der Historiker Fried Lübbecke bezeichnete St. Leonhard als Zeitkapsel, das letzte verbliebene Gebäude, in dem Alt-Frankfurt noch lebendig sei. Seit den 1950er Jahren gibt es sogar wieder eine Reliquie, direkt importiert aus Saint-Léonard-de-Noblat. Keinen Arm mehr, aber dafür einen Original-Fußknochen des Heiligen, der nun in einem Schrein aufbewahrt wird. Bei den Renovierungsarbeiten seit 2011 wurde festgestellt, dass das Gebäude auf weichem Untergrund steht, auf schwankendem Boden sozusagen. Lehm- und Flussablagerungen sorgen für eine fragile, statische Situation. Ob das Friedrich II. Wusste, als er das Grundstück so großzügig herschenkte oder eben vielleicht auch los wurde? Heute wissen wir, dass diese fragile Situation wohl nie endgültig zu stabilisieren ist. Der schwankende Boden gehört einfach zur Leonhardskirche. Damit müssen wir nun einmal umgehen. Der schwankende Boden, liebe Hörerinnen und Hörer, und damit komme ich zum Schluss, ist uns Mahnung und Auftrag zugleich. Oder, wie es ein Frankfurter Dichter einmal geschrieben hat, denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter. Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Beschlossen wird das Konzert nun mit einer weiteren Hommage an Italien. Drei Orgelstücke aus der Zeit um 1600 bilden den Abschluss des Programms. Wir überschreiten also bereits die Schwelle von der Renaissance zum Frühbarock. Die Instrumentalmusik emanzipiert sich zunehmend und bringt auch eigene Gattungen hervor. Dies erkennt man schon an den Titeln Capriccio, Canzona und Toccata. Wir hören unterschiedliche Musik aus Neapel, Venedig und Rom. Die Komponisten heißen Giovanni de Mac, Andrea Gabrieli und Michelangelo Rossi. Wir hoffen, dass Sie diese Reise in die Vergangenheit genauso interessant und vergnüglich fanden wie wir und wünschen Ihnen noch einen schönen und fruchtbringenden Kirchentag hier bei uns in Frankfurt.
Musik.